Kai Wandschneider, die HSG Wetzlar musste einmal mehr vor Saisonbeginn einen größeren Umbruch vollziehen. Mit 4:2 Punkten aus 3 Spielen, unter anderem Sieg gegen Kiel und in Balingen, scheint er ja schon erfolgreich vollzogen worden sein, oder? Ja, bisher sind wir sehr zufrieden. Uns ist erstaunlicherweise innerhalb kürzester Zeit gelungen, erst 7 neue Spieler zu integrieren, dann wurden es 9 wegen der schweren Verletzung von Philipp Pöter und Max Holz. Und ja, wir sind eigentlich alle sehr positiv überrascht, wie schnell wir es geschafft haben, da eine schlagkräftige Truppe rauszuformen und auch, dass wir diese Rückschläge, die wir permanent hatten in den letzten 2-3 Wochen, so gut weggesteckt haben. Was ist denn das Erfolgsrezept dahinter? Ich glaube, dass wir sehr gut gescoutet haben, also sehr, sehr gute Verpflichtungen haben. Wir haben da ganz viel Wert auf Charakter gelegt. Wir hatten Zeit, weil wir letztes Jahr die höchste Punktzahl in der Vereinsgeschichte bis zum Jahreswechsel geholt haben. Das waren 25 Punkte. Also konnten wir sehr frühzeitig uns umgucken. Wir wussten, dass Steffen Veth geht, dass Andi Wolf geht. Und hatten also Zeit, uns vorzubereiten. Das ist ein extrem schnelllebiges Geschäft, wo man normalerweise als HSG Wetzlar erst im April, Mai weiß, dass man drin bleibt. Ja, und diese sensationelle letzte Saison haben wir eben dazu genutzt, um diese neue Mannschaft zusammenzustellen. Jetzt geht es heute hier gegen Hannover. Beide Teams haben 4:2 Punkte. In den letzten Jahren waren es immer enge Spiele. Was erwartest du heute? Ja, ich hoffe, dass es uns gelingt, hier heute auch wieder auf Augenhöhe zu spielen, dass wir über die gesamte Spielzeit es schaffen, Hannover unter Druck zu setzen. Und am schönsten ist es immer, das nimmt man sich immer vor, egal gegen wen, wenn man dann in die letzten 10 Minuten sozusagen einbiegt und noch alles drin ist. Kai, vielen Dank und ein gutes Spiel. Ja, danke schön.